Jojo und willkommen hier zu einer neuen Folge Kommentare kommentieren mit... Endlich mal wieder den Boss, was geht ab? Hier nach 8 Jahren. Was geht ab? Ja, ganz viele Kommentare heute wieder am Start. Und ganz viele Leute haben geschrieben, ihr habt keinen Bock mehr auf Petrit. Dann habe ich mir gedacht, ich schieße den Spasti in den Wind und mache mal Spaß. Genau, jetzt wird das endlich wieder lustig, weil ich bin dabei und alle anderen Menschen sind schlecht. Ja, und um uns noch mehr über Petrit lustig zu machen, haben wir heute im Großteil eigentlich Kommentare, die halt negativ an Petrit gerichtet sind. Ja. Aber ja gut, fangen wir einfach mal mit dem ersten Kommentar an, nämlich von Lukas SGS. Der schreibt nämlich, richtig, Petrit bester Freund war nicht das Huhn, er hat nämlich keine Freunde. Also er hat da keine Freunde, die sagen, wie scheiße er ist. Das ist kacke, ne? Ihr müsst wissen, wir haben in einem Video darüber geredet, dass Petrit damals in Kosovo nur einen einzigen Freund hatte und das war ein Huhn. Und ja. Lasst euch nichts einreden, das stimmt wirklich. Kann Petrit euch sagen, was er will. Der hat einen Huhn, das hieß Manfred. Spreadet es auf Twitter, Instagram, überall. Und ja. Hashtag Petrit und das Huhn. Yeah. Genau, nächstes right. Kommentar. Okay. Ne? Also ich finde sein Profilbild witzig. Aber er ist auch ein Hurensohn, also Petrit. Okay, Dante Place hat geschrieben vor 5 Tagen, wenn man von euch Videos guckt, ist man lehrteste, ein Bastard. Lehrteste, richtige, lehrteste, Hurensöhne, das Ökos, Hurensöhne. So ein richtig hirnloses Kommentar einfach, so... Keine Ahnung, was denkt man sich, als man, wenn man dieses Kommentar schreibt? Zuschauer, Alter, ohne Witz. Das ist einfach ein Petrit-Zuschauer. Dunzi Plays. Ich bin enttäuscht von dir. Dunzi, guckst du zufällig Petrit LP? Vielleicht sogar zu viel. Das könnte vielleicht daran liegen. Denn dieser Name ist richtig lustig, Alter. Okay, Leute, ich hab richtig Durchfall. Also muss ich euch ganz. Ich kann ja mal was erzählen, Leute. Erzähl mal was. Also, menschliche Dame ist 6 bis 7 Meter, meine ist 21 Meter. Und wirklich, ich würde. An eurer Stelle würde ich den Darm wirklich erweitern lassen, ne? Weil es ist einfach so, man fühlt sich einfach viel freier auf der Toilette. Man ist nicht nur 5 Minuten drauf, man ist dann mal eine Stunde, mal 2 Stunden, das rechte Bein schläft dann halt ein. Aber Hauptsache die Verdauung läuft. Weiter geht's. Mama! Okay, nächster Kommentar von dem netten Fischmeiner. Der schreibt nämlich... Boah, hab gerade eine geile Rentnerin über die Straße gebracht. Zur Belohnung durfte ich ihr einen Arschfick geben. Ah! Ich hab mich so versetzt. Tschüss, Leute, ich bin weg, ne? Das ist, wird zu viel für mich hier. Tschüss. Das Video könnt ihr selbst machen. Ciao. Oh Gott, Alter. Diese Leute im Internet, Alter, die haben alle ein bisschen Probleme, Alter. Hi. Nehmen wir noch auf? Ich glaube ja, okay. Keine Ahnung, also falls ihr das schaut, schreibt Hashtag Petrit ist ein Hurensohn. Läuft, ja! Yeah! Ich hab da aber gerade was im Auge. Also, ich verstehe nicht, was das schon wieder mit vielen... das ist voll eklig, was er gesagt hat, ne? Der hat eine Rentnerin in den Hintern gebumst. Digga, richtiger Gilfhunter. Ach ja, übrigens, wo wir gerade hier an der Stelle sind, ich mache jetzt The Walking Dead auf meinem Kanal. Wenn euch das angucken wollt, dann guckt es euch an. Ist lustig. Ich habe sogar in der ersten Folge, die ich gerade eben vorhin aufgenommen habe, habe ich fast geheult. Also könnt ihr es euch angucken. Haha. Adel.tv, einfach vorbeischauen. Und ja. Okay, super. Bin ich jetzt dran? Ja, du bist dran. Oh, endlich wieder so ein schönes Kommentar von Heiko Nass. Scheiß drauf, du bist ein Hurensohn. Egal was für ein Hurensohn Petrit ist, Ende. Mann, Alter, Petrit ist so scheiße, man. Selbst ein Heiko hasst dich, Alter. Petrit ist so scheiße, Leute. Schreibt mal bitte 3 Gründe in die Kommentare, warum ihr Petrit hasst. Alles mit, ihr könnt auch 3-mal den gleichen Grund nennen, einfach Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Schreiben das einfach alle. Alle schreiben jetzt so dasselbe. Alle Hurensohn, Hurensohn. Macht einfach, Petrit ist ein Hurensohn, Hurensohn, Hurensohn. Ja. Also. Bei dem nächsten Kommentar musste ich als ich mir die Kommentare durchgelesen habe, ernsthaft, musste ich laut lachen. Der hat nämlich geschrieben, Intro 2.0 hat geschrieben, Petrit hat die Bild für Frauen abonniert. Das kann man sich auch vorstellen, weil das ist ja auch geschmacksorientierend und es gibt kein Gut oder Schlecht, Leute. Ja, dennoch, man darf nie zufrieden sein. Mann, Alter. Leute, könnt ihr mal eine Frage beantworten, warum ist Petrit so scheiße? Ach man, die beleidigen schon wieder die ganze Zeit. Also werden jetzt bestimmt voll wenige verstanden haben, was Kalle da gerade gesagt hat, aber ihr müsst einfach mal auf Petrits Twitter vorbeigucken. Oh, und wenn ihr lebend zurückkommt, dann herzlichen Glückwunsch. Hier, Leute, ihr könnt hier in meine Hand, bitteschön.
sagt euch ruhig selbst, ist kein Problem, Alter. Ich meine, ganz ehrlich, Petrus ist echt ein dummes Stück Scheiße. Und wirklich, das wussten wir ja schon da vorher. Aber nach diesem Tweet, ne? Junge, ich dachte, er kann sich selbst nicht mehr übertreffen, Junge. Aber er hat einfach seinen Scheiße-Status nochmal noch beschissener gemacht, Alter. Mann, Alter. Er ist im Club der beschissenen Leute der coolsten, Alter. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so true. Der hat das Wort true erfunden. Ja. Glaube ich zumindest. Okay, nächstes Kommentar. Petrit stinkt. Okay, damit hat sich das Kommentar. Petrit sagt was gegen Schwarze. Er ist aber Albaner. Was war das jetzt? Also, ja, er ist Albaner. Ja, Leute, nur weil er Albaner ist. Guck mal, ja, wir haben alle Mitleid mit ihm, so, ne? Also, wir wissen ja alle. Petrit sagt was gegen Schwarze, ist aber Albaner. Dummkopf, David, Alter. Guck mal, er heißt Petrit. Sag mal, wenn ich aufhören darf, es tut so weh. Ja, mach weiter. Genau, ich sagte, mach weiter. Ah, meine Stimme. Mach weiter. Ja, okay, kann es aufhören, Digga. Selbst. Ach, Petrit hat so eine richtige Faust in die Fresse verdient, Alter. Ohne Witz, Mann. Der ist so scheiße. Ohne Witz. Oh. Aber, Leute. Ach, wir wollen gar nicht wissen, was er alles mit seinem Hund gemacht hat. Ich habe ganz viel Anal und so, habe ich alles gehört. Ja, der hat das gekocht und dann hat er das in den Anus gebumst. Ach du grüne Neune, Alter. Okay. Okay, nächster Kommentar von Monsteralf. Der hat nämlich geschrieben, alle, die hier reinschreiben, sind Hurensöhne. Los, Leute, schreibt was in die Kommentare. Schreibt einfach so viel, wie ihr wollt, falls ihr ein Hurensohn sein wollt. Schreibt es einfach in die Kommentare, Leute. Kostenlos heute bei Kick. Yeah, was geht ab? Jetzt fängt schon an, dass die Leute sich in den Kommentaren selber dissen, Mann. Ist so, Alter. Guck mal, Alter, was hat er da für ein Profilbild, Mann? Digga! Übrigens, was wir übrigens vergessen haben zu sagen, beleidigt uns mal bitte in den Kommentaren. Schreibt irgendwelche kreativen, lustigen Dinge. Beleidigt uns. Ihr könnt ruhig schreiben, was ihr wollt. Übertreibt nur nicht, weil sonst nehme ich das nicht ins Video rein. Irgendwas Lustiges und dann werdet ihr euch vielleicht im nächsten Video sehen. Oder die nächsten Videos der nächsten Kommentare der Videos habe ich schon alle rausgelegt. Seid einfach lustig. Einfach nur lustig sein. Die kleinen Hurensöhne. Ja, und das ist schon das nächste Kommentar ist übrigens schon das letzte. Das, egal, was du gleich vorlesen wirst. Okay. Ja, also auf jeden Fall schreibt böse Kommentare über uns, über Petrit, über Kadel, alles mögliche. Könnt ihr euch ausdenken. Okay, er hat ein Minecraft-Profilbild. Und sein Name Langer Kock. Gut. Das sind schon mal zwei Widersprüche in sich, okay? Oder irgendwie, ach scheiße, ihr wisst, was ich meine, sind so zwei Gegensätze. Nein, Spaß. Ich habe natürlich nichts gegen Minecraft-Spieler. Ich bin ja selbst Minecraft-Spieler. Auf jeden Fall heißt er Langer Kock, das bedeutet, er hat einen kleinen Kock, ne? Minecraft-Profilbild, sieht aus, als wäre das auf Temolia mit einem PvP-Pack, ne? So, mit dem Schwert. Habe ich hier irgendwo ein Schwert? Warte mal. Ich kann es ja mal nachstellen. Hier, warte, so lange trinke ich was, ne? Ja, trink du mal ruhig was. So ungefähr? Ne, warte, andersherum. So. Und dann guckt er so. Ja, kommt das hin? Ja, ich glaube, das kommt hin. Ja, Mann. Er ist ein richtiger Hurensohn, also Petrit. Ja. Okay, jetzt. Okay, sag mal, was hat er geschrieben? Kommentar. Chuck Norris blockt mein Cock, er ist gestorben. Ende. Sag dich bitte selbst. Sag uns, wenn du aufhören darfst. Noch 5 Sekunden, schlag dich weiter. Ja, du machst es richtig. Ja, noch einmal, komm. Okay, das war's. Oh, das hat so weh getan. Oh, Kadel. Okay, ich würde sagen, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat. Schreibt vielleicht die Kommentare, ne? Schreibt negative Kommentare. Schreibt ja mal was über meine neuen geschnittenen Haare, die gerade überhaupt nicht gut aussehen. Schreibt und einfach, dass er Hurensohn ist. Seine Haare sind schon. iPhone-Akku. Ja, und sonst lasst eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Guckt beim Kadel vorbei, der ist oben in der Beschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.